Schultag am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Darf ich meinen Namen aufhören, bitte? Darfst du das hier verbrauchen? Ja, mal richtig aus. Torschütze 7, Sven Krasov. So wünsche ich mir das. Ich schloss Riedeck. Ihr spielt gleich mit, sehen kannst du auch.
Ja, schön Gewinn erfüllen, 107,3, ich hab's dir gesagt. Wirklich? Ist ihr drauf? Ja, ich hab mal dafür. So, warte mal, ich hab meinen Namen los. Wo ist denn das beim Adelan Bang oder? Genau, wollen wir noch ein Foto von dir machen? Oh, noch, müssen wir jetzt auch. Ja, mit dem Ding bitte vor dir. Ja, na dann, viel Spaß, herzlichen Glückwunsch. Seid wieder lautstark, seid voller Emotionen und füllt den Torschützen mit der neuen Philipp Unig! Ja, da bist du schön aus. Ein langes Wochenende steht an mit ganz, ganz viel Fußball. Und natürlich mit dem Abpfiff heute hier ist noch lange nicht Schluss. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns alle da natürlich dann natürlich noch vorne im Festzelt sehen. Ein DJ wird da sein. Getränke sind da. Also alles auf jeden Fall für einen sehr, sehr schönen Abend. Das ist der Spieltag in der DDR-Union. Und das ist der Spieltag in der DDR-Union. Leipzig spielt 1-0.
Und am Ende gewann aber noch alles nicht. Die Meisterschaft Dresden 1, Karl-Marx-Stadt 10. Chemnitzer oder Karl-Marx-Stadt und Trainer damals Hans Mauer. Der sich in seiner Richtung hat, das kennt er auch zweimal die Endmeister mit Karl-Marx-Stadt-Spieler. Und als Trainer dreimal die Pokalsieger auf die GB-Pokalsieger. Und eigentlich, wenn es 89, 90 schon die 3-Punkt-Regel gegeben hätte, wäre er Meister geworden. Denn ich habe der 3-Punkt-Regel, der Karl-Marx-Stadt damals auch verloren hat, 50 Punkte bekommen, Dresden auf 48. Und wenn man Hans Mauer auf dieses Ding einmal anspricht, da gerät er auch mal richtig in Wallung. Die Stasi hat mir meinen DDR-Meister für mich geklaut. Da flippt aber Hans Mauer völlig aus. Thank you.
Und man hat auch schon ein bisschen gezeigt, dass er nicht bloß aus 11 Metern treffen kann. Obwohl, da trifft er ja auch nicht schon. Das gibt's nicht. So, mach das. Das ist ja auch mal irre. Ich hab die Karte. Ja, haben Sie das schon aus dem Kuchen? Ja. Das ist ein bisschen so ein bisschen schon hoch. Yeah.
Da hat bestimmt bloß gesehen. Vorbeide. Schade. Ist immer noch Patrick Wilde. Nicht vergessen, wenn man die tolle Glanzparade von Patrick Wilde. Fünf
Schieden Sie 5-2, ja? Ja, wir kennen Namen hier, ja, hä? Ja. Der Schiedsrichterassistent hat 5-2 gesorgt. 5-1. Wir sehen uns wieder gefragt. Mach mal neu. Ich habe den Schiedsrichterassistent gefragt, der hat gesagt, ich hätte 5-2. Haben Sie Gerüchte breit, der Linie Richter hätte gesagt, es hätte ein zweites Pendel zur Tour gegeben. Sportfreund sei erstmal pünktlich. Wenn du die Zahlen auf die Uhr beherrschst, reden wir über die Größe an dem großes Festwochenende, 100 Jahre Fußball und Schuhball, und wir sagen Dankeschön an diesen Freitagabend. Wir haben euch fein so abgezählt. Wir sagen Dankeschön an 303 Zuschauer. Dankeschön! Und von euren Applaus quasi geflügelt jetzt der Arena. Dankeschön, 13, Erik Richter. Ja, ein Niedersachse bei den Sachsen, sonst der Torwarttrainer Sven Sachteneben. Leider hat er feiner Punkte. Jetzt zeigt er sich auch noch fußballerisch jenseits des Strafraumes. Schade. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Platzfehler. Hat der Hunger. Das ist aber mal riesen Applaus und dann geht an die zwei an den Hunger. Thank you.
Er reicht auch mal einen Knopf für seine zweite Tour. Ja, beste Mann. Ja, wenig. 4 Minuten. Körper! Bami, Körper! Yeah.